Patrick Ramm, der Trainer, hat sich heute Morgen von der Mannschaft verabschiedet. Wie war die Stimmung in der Kabine heute Morgen? Mit Sicherheit war die Stimmung gedrückt. Wir haben ein super Verhältnis gehabt zum Patrick Ramm. Es war ein kleiner Schock. Aber wir hatten es schon heute Morgen erfahren aus der Zeitung. Das heißt, hat er einfach heute Morgen nochmal bestätigt. Die Sache ist halt die, wir müssen das jetzt so schnell wie möglich verdauen, sage ich mal. Samstag ist ein ganz wichtiges Spiel gegen Chiasso. Und wir müssen einfach jetzt diese Schocknachricht, die wir klar erhalten haben, einfach verdauen und am Samstag gegen Chiasso versuchen, 3 Punkte zu holen zu Hause. Wie war die Reaktion in der Mannschaft? Gibt es Einzelne, die sich sogar sagen, ja, jetzt spiele ich nicht mehr, bis ich mehr weiß? Was hat das für einen Effekt jetzt? Na, ich sag mal, Fußball ist ein Geschäft. Sag mal, wir Spieler, wir kommen, wir gehen, die Trainer, bei den Trainern ist es genauso. Deshalb sage ich mal, sich jetzt für Luzern entschieden und oder Luzern oder keine Ahnung, was jetzt genau ist. Wissen wir auch nicht genau, ob er jetzt nach Luzern geht oder nicht. Er hat sich dafür jetzt entschieden, für was anderes. Wir sind Profi genug, sage ich mal, um damit umgehen zu können. Und wie gesagt, unsere Sache ist einfach nur jetzt versuchen, uns als Mannschaft noch enger zusammenzurücken. Wir haben noch mit dem Caruso, mit dem Alexandrov, Silberbauer, haben wir einen Staff, die Arbeit von Patrick Ramm kannten. Die kennen die Mannschaft perfekt und ich sag mal, da ist eine Interimslösung ist da mit Sicherheit. Und Samstag, wie gesagt, 3 Punkte gegen Chiasso, das ist ein Muss zu Hause. Wir haben es jetzt gesehen, im Training war eigentlich die Stimmung war relativ, sage ich mal, verhältnismäßig gut von Beobachtungen. Wie hast du das Training jetzt so miterlebt? Ja, ich sag mal, nach dieser Nachricht haben wir gesagt, klar, das ist ein kleiner Schock, wir wollten uns eigentlich vorbereiten auf Chiasso heute. Werden wir morgen machen, haben gesagt, wir gehen raus, tun uns ein bisschen schwitzen und einfach die Stimmung hochzuhalten. Ich glaube, das hat man heute auch gesehen im Training, die Stimmung war gut und so muss es auch weitergehen, sage ich mal. So muss es am Samstag gehen und schauen wir noch weiter, wie es am Samstag das Ergebnis ausgeht. Super, Dankeschön. Tschüss. Ciao.